Da sind wir wieder bei Zombie U. Ohne U. Unverhofft kommt oft. Sagt man ja immer, aber nicht so oft. Das Spiel hat tatsächlich noch einen spielbaren Dialog nach dem Abspann. Für die, die im Abspann abgeschaltet haben, Pech. Aber ich sag trotzdem, was passiert ist. Wir sind tatsächlich dieselbe Person, die wir vorher auch waren. Wir sind gerade aus der Tür rausgekommen, scheinbar. Und dann hat Sondra, das ist jetzt nochmal Name, uns angefunkt und hat gesagt, sie wissen nicht, ob wir es sind. Aber sie sagt uns, wir sollen zum Tower of London. So schnell wie möglich. Und das machen wir auch. Das überrascht mich, dass das jetzt noch ein spielbarer Dialog ist. Wir sollen so schnell wie möglich zum Tower of London, weil die Stadt natürlich verbrannt wird und sie will natürlich auch raus. Deswegen gibt jetzt das Ende mit dem Prepper keinen Sinn. Aber mal sehen. Ein spielbarer Epilog. Habe ich nicht erwartet. Komm schon, mach schnell! Wir sind auf dem Weg! Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich kann ja nicht. Ach, halt doch die Klappe. Ein Energy Drink. Den kann ich nicht nehmen. Haben wir irgendwas anderes dabei? Ne, wir haben ja auch Mad Packs dabei, genau. Wir sehen sie. Laufen sie. Sondra ist auf dem Dach. Ich leuchte. Laufen sie und drehen sie sich nicht um. Ah, fuck. Laufen sie und drehen sie sich nicht um, okay? Na gut. Dann laufen wir an einem vorbei, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Fuck. Das ist ein explodierender. Nein, der Helikopter macht doch viel zu sehr Krach. Wieso könnt ihr nicht später kommen? Leute, denkt doch mal nach, bitte. Bloody Tower. Oh Gott, nein. Oh Gott. Weißt du was? Wir haben Zeit für Madpack, oder? Ja. Oh Gott. Oh nein. Haben wir noch eine Leuchtrakete, oder? Wir haben noch eine Leuchtrakete aufgehoben, oder? Die brauchen wir eigentlich gar nicht für die drei. Wenn man sich das so anguckt. Oh, fuck. Da, fresst. Eine Shotgun-Kugel. Granaten, Karabiner leer. Sturmgewehr ist noch was drin. Ja, das ist ganz toll, dass ihr hier seid. Verpiss dich. Alter. Spielbarer Epilog. Die Stadt wird gleich verbrannt. Wir sind auf dem Weg zum Tower of London. Ja, wieder drunter durch. Genau. Oh, fuck. Verpiss dich. Verpiss du dich. Erreiche den Helikopter. Scheiße. Wo ist der Helikopter? Lass mich in Ruhe. Gut. Thank you.
So, das war jetzt der Epilog. Wie man sieht, London brennt, der Prepper ist voll am Arsch und wir sind mit dem Panazier entkommen. Meine Meinung bleibt, scheiß Ende. Also der Plan vom Prepper ergibt keinen Sinn, aber scheiß Ende stimmt jetzt nicht mehr. Jetzt, wo ich den Epilog natürlich kenne, hat sich natürlich einiges geändert. Wobei eigentlich nicht. Der Prepper ist nach wie vor ein Vollidiot, aber trotzdem. Jetzt finde ich das Ende gut. So, jetzt finde ich das Ende gut. Aber es sah für mich im Moment so aus, als ob der Typ, der uns rausgezogen hat, also der uns die Handgriff gegeben hat, auch infiziert gewesen wäre. Aber das macht ja nichts. Naja. Ich verabschiede mich jetzt von dieser kurzen Epilog-Folge. Gerade mal 6 Minuten ist sie lang. Es war aber auch wirklich nur ein ganz kurzer Epilog. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video oder Let's Play. Vielleicht sogar in einem vorherigen. Wie gesagt, Alien Isolation kann ich Survival-Horror-Fans nur ans Herz legen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Habe ich auch ein Let's Play von gemacht. Das findet ihr auch bei mir auf dem Kanal auch ganz einfach unter Horror. Direkt auf der Startseite. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich auf das nächste Let's Play zusammen mit euch und danke euch nochmal vielmals fürs Zusehen bei Zombie. Wie lange wirst du überleben? Ja, ziemlich lang, nicht wahr? Sind sie zweimal gestorben. Das eine Mal zählt nicht, aber es war meine eigene Doofheit. Das war halt die Kassiererin, die. Ja, ist halt. Mit der Brandbombe, ne? Es ist halt. Naja. Es ist ein nettes Spiel für 20 Euro. Kann ich nur empfehlen. Wer mal einen netten Zeitvertreib haben will für 20 Euro und über ein paar größere Macken hinwegsehen kann, wird sicherlich eine Menge Spaß mit haben. So, ich verabschiede mich jetzt aber endgültig und wir sehen uns dann, wie gesagt, hoffentlich beim nächsten Mal. Und nochmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und dabei sein. Ciao!